Meine Fresse, was ist denn das schon wieder? Glaube ich, spoilere mich gleich mal, ob es noch mehr Bosse hier mit Phasen gibt. Wenn die optional sind, dass ich direkt skippe einfach. Direkt keinen Bock auf so einen Blödsinn. Ja, wenn mich der erste Hit trifft, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Ganz toll. Ganz toll macht ihr das. Ja! Komm, töte mich. Er ist los, der Versuch. War nach vorne gejietet. Was ist denn jetzt falsch? Warum treffen die mich denn jetzt so übertrieben doll? Da war doch eben immer. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, ich hasse Dark Souls DLCs. Ja, fick dich. Zwei Hits und ich war weg. Der Gift. Streit zu Beginn verschlossen wird, explodiert in der Linie, wo er lang fliegt. Wahrscheinlich ist das, hat das dich vorherige Versuche getroffen. Das kann sein. Aber ich merke immer so bei jedem Souls-Spiel, was ich spiele, immer so am Ende. Gerade wenn ich bei den DLCs bin, aber so am Ende der Spiele habe ich immer so keine Lust mehr. Ich will einfach das Spiel jetzt mal beenden, ne? Und dann immer so. Ugh. Und dann kommen halt logischerweise. Sag mal! Ich sehe überhaupt gar nichts. Also wirklich weniger als nichts. Ja, danke. Okay, alleine in dem Boss werde ich wahrscheinlich hier den ganzen Stream sitzen. Ah, geil. Ich liebe es. Ich liebe Dark Souls 3. Ich hänge hier wieder fest. Ich hab wieder so fällt keine Lust mehr, Mann.
was literally nur noch einen Hit. Wo bin ich? Wo ist was? Hilfe. Gott. Okay. Eine komische Seitwärtsrolle sieht nämlich auch cool aus hier. So, da sind wir wieder, Leute. Bitte sagt mir, das ist die letzte Phase. Wenn da noch ein Dritter kommt, dann rage quit ich. Ich verstehe diesen Ball nicht. Ist nett, dass er sich beim letzten Strahl so viel Zeit lässt. Jetzt schießt er nochmal einen Strahl hinterher. Hä? Hä? Das ist so scheiße, wenn man halt wirklich einfach nur durch eine Attacke einfach instant stirbt und du einfach nicht raffst, wie du hättest ausweichen sollen. Du denkst, sehr geil. Um jetzt vielleicht mal nochmal neu zu probieren und zu lernen, wie man dem ausweicht, muss ich jetzt nochmal diese scheiß Wichser besiegen und das dauert halt auch wieder 5 Versuche, bis es mal wieder klappt. Oh, ich hasse sowas. 2 Phasen in Dark Souls ist nicht geil. Ich sag's, wie es ist. So. Anscheinend denkt keiner so wie ich. Ist ja okay, wenn ihr nicht so denkt. Keine Ahnung, aber ich finde das halt einfach scheiße. Dark Souls ist halt dieses Lernen, wie Patterns, wie, ich hab fest, Gegner funktionieren und so. Ich weiß, das mache ich auch nicht immer gut. Ich finde, diese mehreren Phasen sind so ein totaler Block dagegen. Weil es wirklich ewig dauert dann. Ja, fick dich einfach. Ja, cool. Ich hasse Dark Souls 3.
Geile Kamera. Geil. Ich habe alles gesehen, was gerade passiert ist. Mann, ich... Ja, genau. Komischer Rückwärtsschlag da, klar. Wie habe ich denn so viel Damage? Ich habe mich jetzt nur einmal getroffen. Ich raff hier. Ich raff wieder gar nichts mehr. Ich renne jetzt mal zuerst zu dem. Ich sehe nichts. Was denn giftig? Hat doch ein Maulspiel. Das ist für eine absolute Katastrophe. Oh. Oh. Alter. Ich bin zur Seite gerollt und die macht so einen Sprung nach vorne. Fick die Scheiße. So, Blase geleert, jetzt geht's weiter. Erstmal trinken.
Das Problem ist, wenn ich bei denen aufgebe, dann komme ich ja nicht weiter. Also eigentlich ist es keine Option. Was bei irgendwelchen optionalen Bossen sage ich mir halt noch okay, aber ich will ja zumindest irgendwie die anderen Bosse auch sehen. So. Das wird mir ja vielleicht schon reichen. Also ich fand halt gerade bei der zweiten Phase, ich finde diesen Strahl halt weird. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Ich würde es. Ja, fickt euch doch. Ich wurde wirklich beide Male einfach von dem komplett weggeheatet und ich habe keine Ahnung, wie ich dem hätte ausweichen sollen. Ich glaube, so lange rum, bis ich geheilt bin, komplett durch meinen Ring. Was haltet ihr davon? Ja, cool, haben wir nichts gesehen. Ich habe Ausdauer eigentlich echt schon gut gelevelt und trotzdem hier kommen es an meine Grenzen, ey. Oh, nett. Der andere ist da hinten nämlich auch anders beschäftigt. Nein, ich muss weg. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Alter. Kante. Alter. Alles, was in Dark Souls scheiße ist, kam gerade zustande. Kamera zu tragen. Holy shit. Nicht vorhandene. Deine Mutter, Alter. Geht mir doch jetzt einfach. Ich kann das alles nicht mehr. Alter. Wer hat eigentlich diese hässlichen Wände hier schon wieder hingestellt? Das, gegen die man ständig gegenrollt und dann wieder nicht ausweichen kann. Es ist so anstrengend. So, ich stirb einfach mal, wie wär's? Danke. Ja, wichtig, dass dein komischer Dings mich nochmal verletzt. Gegen die alleine ist ja eigentlich kein Problem. Eigentlich. Lass mich wahrscheinlich trotzdem dumm treffen. Die Kamera ist auch wieder richtig spitze. Er ist aber komplett überfordert. Bin ich sympathisch, wie ich. So, guck mal, das lief doch gut. Ja, noch 4 Folgen mal von Marker. Bis dann, ne? Danke fürs Vorbeischauen und ja, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Sind Väter vorhanden? Ich war doch wo. Okay. Das ist. Das, da war zu nah dran. Schon ein bisschen fake. Ja, wie man dem ausweichen kann, weiß ich auch nicht. Das war jetzt dumm, dass ich da am Feuer stehen geblieben bin. Gebe ich zu. Ich gehe mal an ihn ran. Dann ist er vielleicht weniger. Ja. Eine gute Idee. Bitte! Ich weiß nicht mal, was mich gerade getroffen hat. Das ist jetzt schlecht. Ich kann nämlich gar nicht so weit rennen. Und piu! Ich renne einfach. Okay, der schießt ihn einfach nur gerade nach vorn oder was? Weißt du, was ich mir so denke? Ich hätte kein Problem mehr mit diesem Boss zu besiegen. Wenn nicht jedes Mal wieder so eine fucking Vorphase wäre. Wirklich, ne? Steinigt mich, ihr Hardcore-Souls-Fans, aber ich finde, das ist ein bisschen gegen den. Oder widerspricht so ein bisschen diesem Souls-Ding. Bosse mit mehreren Phasen zu haben. Also wirklich so komplett neue Bosse. Wenn jetzt irgendwo in der zweiten Hälfte mal so ein, zwei neue Angriffe dazukommen, okay. Da sage ich nichts. Aber wirklich so eine komplette Phasenwendung. Ich finde das scheiße. Ich finde das nicht geil. Das war ja früher auch nie so, oder? Es kam wirklich erst jetzt in Dark Souls 3, glaube ich. Das war schon wieder so ein richtig random Volltreffer, den ich nicht verstanden habe. Immer noch ein bisschen gut Damage gemacht.
Hat der andere irgendwie keinen Bock oder so? Also. Irgendwie nicht. Und trotzdem lasse ich mich einfach wie so ein Vollhorst treffen. Das war richtig unnötig. Ja. Ich liebe es schon wieder den ganzen Stream nur an einem Boss. Nein, weil... Oh, ich bin noch gedodged. Deine Mutter! Deine Mutter hat Reichweite. Oh. Mann, ey... Boah, ich kann mich auch nur noch aufregen bei dem Spiel, ey. Ah, zu dem hinrennen war letztes Mal das Geheimnis. Ne, war eigentlich nicht das Geheimnis. Ja, das war der Strahl jetzt. Hab ich verstanden, was mich gekillt hat, also getroffen hat. Das habe ich nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Ich muss echt erstmal den killen mit seinem komischen Fernkampf-Scheiß, den er machen kann. Ist eigentlich schon besser, wenn ich den zuerst kille. Ja. Der komische Loverboy wieder an. Ja, das war wieder ein Stunlock. Ja, fair. Es hängt halt auch wirklich an einem. Wenn einer tot ist, kriege ich den zweiten Safe auch immer tot. Weil alleine können die nichts. Und dann halt die dumme Scheiß zweite Phase lernen. Ich mache mir da echt Sorgen, weil ich mache echt wenig Damage. Na, na, Mann, was machst du denn da? Lass mich hier weg, ey.
gar keine Ahnung, wo der andere ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, dass Persona 5 einfacher wird. Oh nein, okay. Ja, okay, den Treffer habe ich verdient. Oh, den habe ich auch verdient. Scheiße. Okay. Nach 21 Uhr, das wäre schön. Ich lief da noch nicht so ganz dran. Keine Ahnung, wie man dem ausweichen soll, aber der macht ja eh nicht so viel Damage. Ich bin in ihn reingerollt. Ich schwöre bei Jesus Christus. Mann. Ach, come on. Ich mach wirklich kein Damage an dem Scheißviech. Muss hier weg! Ja, genau! Natürlich spawnst du ihn nicht rein. Also springst, nicht spawnst. Ich mach kein Damage an dem Viech. Alter, ich... Hilfe! Was ist denn los gerade? Ja, okay, an dem Treffer war ich ja nicht selber schuld. War dumm. Oh, nett. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, den zu bekämpfen, aber jedes Mal halt wieder diese scheiß erste Phase durchstehen, ist halt einfach zum Kotzen. Ach, jetzt verfolgt das auf einmal. Das ist ja fair. Fucking Feuer. Bullshit. Alter, ist das dumm. Wow, ist das ein dummer Kampf schon wieder. Was? Mann. Die Dark Souls 3 DLCs sind echt nicht gut. Die sind viel zu schwer. Ich bin angewidert, wirklich. Irgendwo hin, mir egal wohin. So, sehr gut. Nein! Boah, das war gut, okay.
größte Feind, die Kamera. Scheiße. Wär zu schön gewesen. Also okay. Nichtsdestotrotz sehr gute erste Phase. Brrr, ja, ich jetzt fast ohne Heilung geschafft. Und nicht vergessen, ich habe zur Not auch noch eine Bonusheilung, ne, in Form der Glut. Das hatte ich auch eben nicht vergessen. Ich wollte die auch benutzen, aber dann war ich halt schon tot. So, einmal wieder treffen lassen, weil, keine Ahnung. Was? Wieso war das denn jetzt wieder so ein Direct-Hit? Muss an ihn ran. Nicht so! Kannst du mal irgendwas... Geil, jetzt bin ich wieder auf 6 Heilung runter, wie sonst auch immer. Ich lieb's. Nö, er macht's einfach manchmal. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie man dem ausweichen soll. Hä, ja, das denke ich mir halt auch. Wie weicht man dem aus? Man muss dem ja irgendwie ausweichen können. Muss man da wirklich perfekt durch iframen? Ich bitte dich. Spiel, ehrlich, das ist zu viel. Ja, das würde ich jetzt gerne ausnutzen, aber dein komischer Kollege macht mich jetzt ein bisschen fertig hier. Nee, nichts. Okay, sehr gut. Ah, Mann, nee. Frag mich gerade, ob die Art des... der nächsten Phase davon abhängig ist, welchen man zuerst killt. Aber ich will halt unbedingt den Gifttypen zuerst killen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass der brutaler ist. Also der mich halt von hinten... von der anderen Seite aus heftiger damagen kann. So, da war er, der Nullheilungsversuch. Ah, ich denke mal, es wird immer der gleiche sein dann. Achso, ich muss weg, scheiße. Ich esse Damage, nehme Streich. Ich will an ihn ran, damit er gar nicht erst komischen Strahl macht. Ja. Fake! Mann, das ist doch scheiße, Mann. Spring doch nicht weg. Spring doch nicht einfach weg. Dummes Stück Scheiße, Alter. Das ist wirklich schlimm. Normalerweise will ich ja, dass sie einfach weggehen, ne? Weil man dann kurz fehlen kann. Aber die Nahkampfangriffe, die Fernkampfangriffe von dem sind einfach so tödlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich den ausweichen soll. Die Fernkampfangriffe sind bei ihm echt das schlimmste Problem. So, dieser Strahl, der zieht mir einfach 3/4 Energie ab und ich habe null Plan, wie ich dem ausweichen soll. Beziehungsweise, ja. Ja, okay. Perfekt durch iframe, ne? Das ist eine Möglichkeit, aber... das ist außerhalb des Möglichen, meiner Meinung nach.
Oder außerhalb des, was das Spiel von einem verlangen kann. Vor allem bei so einem Damage-Output. Ich verstehe nicht, was gerade wieder abgeht. Warum ich jetzt wieder so übertrieben viel Damage gerade reinkassiere. Ich verstehe es nicht. Ja, genau, ja. Right. Ich hab keine Lust mehr, Mann. Hallo! Hitboxen des Spiels. Entscheidet euch doch mal. Ich hab so keinen Bock mehr schon wieder, ey. Das ist so anstrengend. Hallo, ich dodge doch mich durch die Gegend, Alter. Mann! Halt doch deine dumme Fresse mit deinen immer gleichen Angriffen da! Meine Fresse, mach doch mal was anderes, ey. Immer derselbe Angriff. Immer und immer wieder. Ja, Kamera ist mal wieder richtig stark gerade. Mann! Ich sehe überhaupt nichts mehr! Alter! Jesus! Wie kann denn das sein, dass manche Versuche so absolut godlike laufen und manche so absolut scheiße? Ich verstehe es nicht. Oh, ich habe so die Nase voll von dem Spiel, ne? Ich habe wirklich keine Lust mehr. Es hat sich ausgesoulst, wirklich. Ich brauche eine Pause davon. Wie immer eigentlich nach einem Souls-Spiel so. Am Ende ist es immer so ein bisschen zu viel. Bei 2 ging es halt noch, einfach weil 2 halt so einfach war, außer die DLCs.
Mann! Ja, komm, kill me, Alter. Ich kann irgendwie keine mehr Angriffe mehr hintereinander machen. Gerade, wenn was da gerade los war. Klar, Jungs! Sonst habt ihr immer eine Pause gemacht nach dem Angriff. Jetzt nicht. Ja, konnte ich auch gut sehen, dass dieser Angriff kommt, wenn du dich hinter deinem Kumpel da versteckst. Konnte ich genau sehen, dass der Angriff gerade kommt. Ah. Mir tut jetzt wieder der Finger weh, ne? Vom L1 spammen.